Hallo und herzlich willkommen hier beim Blazyzocker. Ich zeige euch heute, wie man in Dark Souls 2 in der Scholar of the First Sin Edition alle 5 edlen Knochenstaub bekommt. Und zwar starten wir dafür beim Heides Flammenturm an dem Leuchtfeuer Flammenturm. Da müsst ihr euch hin teleportieren. Hier angekommen müssen wir dann da hinten langlaufen. Das ist ein kleiner Weg, deswegen werde ich das jetzt in fünffacher Geschwindigkeit weiterlaufen lassen. Und dann hier angekommen ist das gute Stück hier in der Kiste. Wir sehen uns am Leuchtfeuer wieder. Der zweite edle Knochenstaub ist hier im Jägerhain. Und zwar teleportiert ihr euch hier zum Brückenzugang. Wenn ihr dann hier angekommen seid, gehen wir hier raus. Hier werde ich jetzt mal nicht in doppelter Geschwindigkeit abspielen lassen, weil das ist ein bisschen verwirrt. Hier sieht alles gleich aus. So, auf die Gegner. Ich werde jetzt auf die Gegner scheißen. Ihr macht sie am besten kalt, damit sie euch nicht nerven. Ich zeige euch ja jetzt nur, wo der ist. Ah, danke. So, hier drin ist er. Da ist er schon drin. Über die Brücke, dann rechts. Wir laufen aber hier hoch und müssen uns dann von hier oben reinfallen lassen. Und dann ist er schon hier in der Kiste drin. Hier in der Kiste ist der edle Knochenstaub drin. So, für den dritten edlen Knochenstaub teleportiert ihr euch hier zum Schattenwald und dann zum dritten Leuchtfeuer überschattete Ruinen. Und dann könnt ihr auch innerhalb von 5 Sekunden direkt dorthin kommen. Wir laufen direkt hier rüber und wenn ihr online seid, ist hier so ein Teil auf dem Boden. Wenn nicht, guckt ihr euch einfach das Fenster an, wo hier dieser Steg ist. Den seht ihr dann. Dann müsst ihr einfach mit Anlauf da drüber springen. Und hier links hochgehen. Ich scheiße jetzt erstmal kurz auf den, um euch das zu zeigen. Und dann ist hier in der Kiste direkt der edle Knochenstaub drin. Gell? Und der Typ hier, der ist eigentlich eine Statue. Es gibt den richtigen Weg halt eigentlich. Da müsste man 2 Duftzweig benutzen. Aber den zeige ich euch jetzt nicht, weil es ja hier mit dem Weg halt auch geht. Gell? Der vierte edle Knochenstaub ist hier im Heiligen Grab am zweiten Leuchtfeuer Grabeingang. Da teleportiert er euch hin und lauft dann genau da lang, wo ich auch lang laufe. Hier ist halt ein jämmerlicher Boss drin. Den solltet ihr dann besiegt haben oder besiegen. Genau, dann geht's hier links rum. Lassen uns hier runterfallen. Lassen uns dann hier auf die Grabdinger hier fallen. Wie heißt das? Auf die Särge. Ja, natürlich nicht runterfallen, das war kurz vor knapp. Hier auf diese Brücke drauf. Und dann wieder auf diese Brücke. Also einmal komplett nach unten und dann lassen wir uns hier runterfallen. Aber ihr müsst aufpassen, hier unten sieht man es. Hier sind diese explosiven Zombies oder was das sind. Den müsst ihr halt auf die Fresse hauen und gucken, dass er natürlich nicht stirbt, ne? So, aber wir gehen in die genau entgegengesetzte Richtung rein. Und zwar dort, wo sie nicht rausgekommen sind. Und dann ist es auch schon hier in der Kiste drin. So, Leute. Der letzte edle Knochenstaub, der fünfte, ist hier im Schloss von Dranglake am Leuchtfeuer Königstor. Da teleportiert ihr euch hin. Wir laufen genau gegenüber durch die 2 Tore hier durch. Klettern links die Leiter hoch. Ich werde das jetzt mal kurz wegschneiden, weil hier sehr viele Gegner sind. Bei mir werden die jetzt weg sein. Bei euch werden sie da sein. So, hier die Leiter oben angekommen, laufen wir einfach hier links durch die Tür und bei euch ist jetzt der ganze Raum hier voll mit diesen Gegnern. Wir laufen einfach genau geradeaus hier in diese Tür rein und da in der Kiste ist er. Das ist der letzte und fünfte, der fünfte und letzte edle Knochenstaub. Ihr habt es geschafft und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Wenn ihr mehr dieser Videos haben wollt, dann gerne in die Kommentare schreiben, gell? Tschüss.